So, guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Thementags der digitalen Woche. Kleine Fächer, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich kann jetzt im Moment nicht sehen, wie viele sind, aber auf jeden Fall haben wir einen spannenden Tag vor uns. Vorab einen technischen Hinweis. Wir sind ja in Zoom, das wird aufgezeichnet. Wenn Sie also einen Beitrag haben, wenn Sie sprechen möchten und wollen nicht, dass Ihr Bild erscheint, dann müssten Sie Ihre Kamera ausschalten. Ich freue mich sehr, dass wir heute Professor Dr. Gerhard Lauer als Impulsgeber haben für diesen Thementag. Er ist Professor für Digital Humanities an der Universität Basel und wir haben gerade kurz gesprochen. Er nennt das selber ein neues kleines Fach, also wirklich einer, der hier aus dem Vollen schöpft, was diese Veranstaltung betrifft. Es gibt nur eine Handvoll solcher Professuren Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Gerhard Lauer hat, das würde ich ganz gerne erwähnen, weil ich sozusagen zu der Generation gehöre, die Wolfgang Frühwald, den langjährigen Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, noch erlebt hat. Er hat bei Wolfgang Frühwald promoviert über eine Arbeit über Wissenschaftsgeschichte und ist dann natürlich in Deutschland herumgekommen, eben teilweise an der Uni Göttingen gewesen und aber jetzt seit einigen Jahren an der Universität Basel. Erwähnenswert ist auch noch, dass er ein Buch veröffentlicht hat. Ein Link dazu gibt es auf seiner Webseite. Lesen im digitalen Zeitalter. Er hat mir aber versichert, das Buch gibt es auch in gedruckter Form und nicht nur als E-Book. Herr Lauer, herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihren Impuls. Ja, herzlichen Dank, Frau Hubner. Ich teile meinen Bildschirm. So. So, ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, löst sich nicht die Gelehrsamkeit in irgendwelchen TikTok-Videos auf und bleibt dann von der Mongolistik bis zur Turkologie eigentlich nicht mehr übrig als ein paar lustige Videos. Der Frage gehe ich nach. Ich hoffe, etwas seriöser als diese einleitenden Worte es andeuten. Und ich beginne mit dem Unbehagen, das wir mehr oder minder wohl alle empfinden, je nachdem, wo wir herkommen. Denn wir haben ein bestimmtes Ideal des Gelehrten, das jetzt vielleicht sehr stilisiert in diesem Rembrandt-Gemälde zu finden ist. Der Gelehrte, der alleine und konzentriert mit seinem Buch in Einsamkeit und Freiheit seinen Studien nachgeht. Und demgegenüber steht die Welt von Computer und Internet, die wir als laut, lärmend und wenig geistvoll nicht immer ganz zu Unrecht empfinden. Wie kann es also zwischen den beiden überhaupt eine Brücke geben? Das wird dadurch schwierig, dass wir ganz bestimmte Traditionen der Gelehrsamkeit mit uns ja, schleppen, wenn man sagen will. Man kann es auch ein bisschen positiver sagen, bestimmte Ideale hochhalten wollen und möchten. Das sind solche Dinge, dass das Buch und die Bibliothek ein wesentliches Zentrum der Gelehrsamkeit ist, schon seit dem 17. Jahrhundert mindestens. Wir haben bestimmte Leitvorstellungen, die sehr stark aus der Tradition der Philologie des 19. Jahrhunderts kommen, trotz aller Öffnungen hin zu Kulturwissenschaften und anderen Ansätzen. Wir haben eine ganz starke Vorstellung auch davon, was bewahrenswert ist, was kanonisch werden kann. Eine bestimmte werkästhetische Vorstellung der großen Werke, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und dies zumeist auch in einem nationalen Kontext. Und wir idealisieren den verstehenden hermeneutisch-historischen Zugang sehr stark, auch aus den Traditionen, in denen die Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert entstanden sind, nämlich als sehr deutsches Konzept der Geisteswissenschaften. Und in dieser Zeit fällt dann auch die Stilisierung Humboldts oder des Humboldtschen Ideals, nämlich um den Ersten Weltkrieg, der sagt, dass damals vor allem der Gelehrte in Einsamkeit und Freiheit seiner Forschung nachgeht.
Soweit so schön, aber wir haben natürlich das Problem, dass die Studierenden wegbleiben. Und das ist nun kein Problem der kleinen Fächer und auch kein Problem nur der Geisteswissenschaften in den deutschsprachigen Ländern, sonst ist ein globales Phänomen. The end of the English department ist ein großes Thema in der anglosächsischen Welt. Und es betrifft auch große Fächer wie die Geschichtswissenschaft oder die Germanistik, die teilweise, wenn man die Lehramtsstudierenden abzieht, mehr Professoren haben, als sie Masterstudierende haben. Also wir müssen hier was tun, wir können was tun und darum soll es im Folgenden gehen. Wie kann also eine Brücke zwischen dieser Tradition der Gelehrsamkeit und dem 21. Jahrhundert, das so stark von der Digitalität geprägt ist, überhaupt aussehen? Ich versuche in drei Schritten vorzugehen, ungefähr knappe halbe Stunde. Die erste Brücke, da gehen wahrscheinlich sehr viele mit. In der zweiten wird es schon etwas schwieriger, weil sich tatsächlich einige Dinge ändern. Und ich versuche dann eine Konklusion am Ende zu ziehen. Fangen wir also mit der Erschließung des kulturellen Erbes an. Die Möglichkeiten im digitalen Zeitalter mit den Gegenständen, die uns wichtig sind, umzugehen, sind immens. Hier ein paar Beispiele, zum Beispiel die Mozart-Ausgabe. Mozart-Ausgabe basiert auf der neuen Mozart-Ausgabe und die neue Mozart-Ausgabe ist ein typisches Akademievorhaben. Das heißt, es wird gedruckt in 127 Bänden und das kaufen die Bibliotheken und einige Liebhaberinnen und Liebhaber der Musik Mozarts, aber das ist es sehr akademisch in sich geschlossen. Was nun die digitale Mozart-Ausgabe des Mozarteum und einer Gruppe von Musikwissenschaftlern um Ulrich Conrad gemacht haben mit Hewlett Packard, ist, diese sehr traditionelle Ausgabe zu erweitern, und zwar zu einem Portal, in dem alle Manuskripte, die frühen Drucke, sehr unterschiedliche Drucke, Korrespondenzen, Kontexte, also auch Constanze Mozart, die Familie Mozart vorkommt, zeitgenössische Rezeption. Das Ganze wird mit sehr aufwendigen Suchtechniken erweitert, mit einem sehr komplexen Text. Es werden Kontexte ergänzt, wie die Bibliotheca Mozartiana, die eben, das sind nicht 35 Bücher und Aufsätze, sondern 35.000 Bücher und Aufsätze und mehr als 6.000 Partituren, die Sie alle über einen Zugang erschließen können. Und das hat natürlich Folgen, denn hier sind auch Materialien, etwa bis hin zu Materialien für Schulen, verfügbar. Und plötzlich wird aus einer akademischen Ausgabe, die sonst mit einer Auflage von, wenn es hochkommt, 300, 400 Exemplaren erscheint, hat plötzlich am Tag 100.000 Nutzerinnen und Nutzer aus der ganzen Welt, die diesem Superstar Mozart folgen. Und plötzlich ist ein Fach wie die Musikwissenschaft in der Mitte der Gesellschaft und zwar weltweit unterwegs. Ein ganz anderes Feld, dem ein bisschen näher stehe, der Wissenschaftsgeschichte sehr klein, weitgehend eigentlich ein deutsches Fach ursprünglich mal, das aber weitgehend in die Bioethik und Medizinethik verschoben wurde in den letzten Jahren, sodass es wirklich sehr schmal geworden ist. Hier gibt es eine Reihe von Editionsprojekten, wo auch viele sagen würden, da kann ich gut mitgehen. Ich sehe den Mehrwert, nämlich plötzlich, diese Edition ist nicht mehr nur die Ausgabe der Werke von Newton, sondern hier wird eine Forschungsumgebung angeboten. Und in dieser Forschungsumgebung können Sie sämtliche Schriften Newtons explorieren. Das heißt nicht übrigens nur Druckvarianten, sondern vor allem die unpublizierten Schriften. Also für diejenigen, die sich ein bisschen mit Newton auskennen, Newton hat vieles geschrieben, vieles, was auf den ersten Blick überhaupt nicht zu einem genialen Mathematiker passt. Also sehr abgedrehte religiöse Spekulationen über das Ende der Zeit, der Welt und so weiter. Das gehört aber dazu und es ist wichtig als Kontext, um überhaupt Newtons Mathematik verstehen zu können. Dazu gehören auch weitere Kontexte, wie seine Bibliothek etwa. Und das Ganze bietet Ihnen die Manuskripte im Detail, oft sehr schwer zu lesende Manuskripte, in der normalisierter und diplomatischer Umschrift, also einschließlich auch der mathematischen Notation, was besonders komplex ist, weil die neue oder uns geläufige mathematische Notierungsform ja erst
im Laufe des 17., frühen 18. Jahrhunderts entsteht durch Euler, Bernoulli und andere. Das alles ist machbar und damit werden die Texte wieder lesbar. Und das Ziel, wie Bob Eckliff, der Hauptherausgeber der Newtonschen Ausgabe, formuliert, ist, und das ist nun interessant, eigentlich wieder die Aura dieses Denkens Newtons sichtbar zu machen. Also man kann ihm sozusagen über die Schulter gucken in dieser Ausgabe, weil die Dokumente in einem großen Detailgrad zu sehen sind und man versucht erstmal die ganze Komplexität des Apparats wegzulassen. Aber wer sich dafür interessiert, kann in die Details einsteigen und damit das tun, was Geisteswissenschaften auszeichnet, nämlich die Komplexität von Geschichte, von kultureller Überlieferung, von Widersprüchen in der Geschichte, von Diversität in der Geschichte sichtbar machen. Und das tun diese Ausgaben. Ein anderes Beispiel, was auch sehr viele fasziniert, sind die neuen Möglichkeiten, Manuskripte zu edieren oder Haupttexte zu edieren. Sie sehen hier ein Manuskript des heiligen Augustinus und dieses Manuskript kommt nur an Ihrem Rechner wieder zusammen. Vorher, in Wirklichkeit, existiert dieses Manuskript so nicht mehr, sondern liegt an drei verschiedenen Archiven, nämlich in St. Petersburg, in Genf und in Paris verteilt. Aber an Ihrem Rechner können Sie das Manuskript so ungefähr wieder lesen, wie es vor 1000 Jahren einmal existiert hat. Und das ermöglichen Standards wie IIIF und anderes. Und das ist für viele sehr attraktiv, ob sie nun Kirchengeschichte machen oder Medievistik. Ähnliches in der Kunstgeschichte, wie es Martin Kemp mit seiner großen Leonardo-Ausgabe schon vor fast 20 Jahren gemacht hat. Sie können nicht nur diese Welt von Leonardo, also seine technischen Zeichnungen, genauso wie seine künstlerischen Ausdruck, seine naturkundlichen Dinge explorieren, hier über das rechte Fenster zu sehen, was hat ihn interessiert, wie hat er über die Welt gedacht, das auch für ein großes Publikum, sondern sie können auch die Gemälde Leonardos mit ihrer Maus, indem sie da nur drüber gehen, in mit ganz unterschiedlichen Scan-Techniken aufgenommen, so untersuchen, dass sie unter die Oberfläche des Bildes gucken können, etwa mit Röntgenaufnahmen und sehen, wie hat Leonardo das Konzept seiner Bilder, etwa hier der Madonna mit dem Spindel, verändert, wo ist welche Figur, was hat er weggelassen, was hat er zuerst aufgezeichnet und was ist dann tatsächlich am Ende des Bildes. Das ist für uns alle sehr, sehr faszinierend und das wird noch erweitert durch solche Möglichkeiten wie Portale. Das kann man als einen Alexandrismus bezeichnen. Wir können plötzlich in einer Breite zum Beispiel die Keilschriftforschung, alle Quellen der Welt an einem Ort zusammenführen und dort mit komplexen Suchabfragen durchsuchen. Damit werden sie zu einer Arbeitsumwelt oder bei der Perseus-Bibliothek, die Gregory Crane schon vor 30 Jahren begonnen hat aufzubauen, können wir nicht nur fast die vollständige antike Überlieferung untersuchen, sondern wir können auch ihre Wege, die Wege ihrer Überlieferung bis hin in arabische Rezeptionen, und das geht bis zu Ayatollah Khomeini im heutigen Iran, nachverfolgen und auf diesem Weg wiederum die Komplexität, also genau das, wofür Geisteswissenschaften geschätzt werden, was ihre Stärke ist, die Komplexität darstellen, das geht über solche Portale. Und auch hier, damit Sie eine Vorstellung haben, Perseus erreicht im Monat etwa 34.000 bis 40.000 Nutzerinnen und Nutzer, von denen circa 10%, also 3.000 bis 4.000 Menschen, den griechischen oder lateinischen oder arabischen oder mittellateinischen Text runterladen. Und das war genau das Ziel, also die antike Tradition, von der Gregory Crane überzeugt ist, dass sie wichtig ist für die Menschheit, der Menschheit zugänglich zu machen. Und das tut er genau mit diesem Portal. Und das Ziel wird erreicht. Und plötzlich hat man sehr große Nutzerzahl. Die Idee ist übrigens nicht neu. Sie kommt auch vielleicht aus einem kleinen Fach, je nachdem, wie Sie es definieren.
in einer Zeit, nämlich im Jahr 1949, als die meisten noch gar nicht wussten, dass es Computer gibt, hat ein Jesuitenpater, Roberto Busa mit Namen, der vor kurzem mit fast 100 Jahren gestorben ist, eben begonnen, seine Doktorarbeit mit Unterstützung eines ersten Computers mit Lochstreifenkarten zu untersuchen. Und es war eine ganz klassische philologische Fragestellung. Er wollte den Begriff der Präsenz im Werk des heiligen Thomas untersuchen und hat dazu Konkordanzen erstellt und sehr schnell verstanden, dass der Computer das leisten kann, und hat dann tatsächlich die ersten digitalen Ausgaben entwickelt. So, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Vor 20 Jahren, als wir damit begonnen haben, haben wir da noch viel Widerstand, auch in den Akademien erlebt. Heute ist es eher umgekehrt. Es ist eigentlich so selbstverständlich, dass wir nicht mehr darüber sprechen müssen. Und ich fasse das mal zusammen, dass in dieser Perspektive die Digitalität im Sinne von Hilfswissenschaften, würde man vielleicht aus der Tradition der Geschichtswissenschaften formulieren, akzeptiert ist, nämlich einerseits die Vielfalt, dafür steht Alexandrinismus, darzustellen, aber auch die Aura des Dokuments wieder zum Leuchten zu bringen. Und das Problem wird meistens so gelöst, im Amerikanischen spricht man von John from IT, also sie haben ein schönes geisteswissenschaftliches Projekt und sie brauchen dann eben den John from IT, darunter stellt man sich einen etwas angekrauten, mit zauseligem Bart aus dem Keller herauskommenden Nerd vor, der dann die digitale Seite des Projekts macht. So passierte das, so geschah das auch vielfach. Der ermöglicht eben diese Auratisierung, die wichtig ist für unsere Forschungsgegenstände, zu ermöglichen, mehr darzustellen, aber, und das ist das Entscheidende, in der ganzen Komplexität darzustellen, die uns eben als Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszeichnet. Und wir erreichen damit eine sehr viel höhere Gruppe von Menschen über die Welt, also in einer gewissen Hinsicht trägt es auch zur Globalisierung der Auseinandersetzung über Kultur und Geschichte bei. Soweit so gut. Ich denke, da sind, kann man sagen, gibt es einen Wandel. Das ist heute eigentlich keine große Diskussion mehr. Schwieriger wird es mit dem zweiten Teil, den ich Ihnen jetzt noch kurz versuche zu erläutern. Das betrifft eine Veränderung in der Methodik. Auch wiederum kleine Beispiele. Sie haben alle den Brand von Notre Dame vielleicht noch vor Augen. Zum Glück wurde diese Kirche vorher von Andrew Tallon und übrigens noch ein paar anderen sehr genau vermessen mit sogenannten Laserscan-Verfahren. Und das Verfahren besteht darin, die Kathedrale, und jetzt wird es dann doch ein bisschen anders, sie wird in Datenpunkte, in dem Fall in Milliarden von Datenpunkten, zerlegt von verschiedenen Perspektiven, um die Baugeschichte der Kathedrale besser verstehen zu können. Es geht vor allem um das Westportal. Sie wissen vielleicht, dass die Baugeschichte nur sehr lückenhaft überliefert ist, und Tallon konnte viele dieser Fragen lösen. Auch braucht man dafür Vergleichsmessungen. Das alles ist sehr aufwendig, aber entscheidend ist, hier kommen neue Verfahren dazu, nämlich messende technische Verfahren, die nicht zu unserer Ausbildung dazugehören, und damit wird es schwierig. Ein anderes Beispiel, auch aus einem kleinen Fach, in das ich auch ein bisschen involviert bin, betrifft die Kinderbuchforschung. Es gibt drei oder vier Professuren dafür im deutschsprachigen Bereich. Wir wollen überhaupt herausfinden, was wurde seit etwa 1800, als die ersten selbstständigen Kinderbücher entstanden sind, überhaupt im deutschsprachigen Raum publiziert für Kinder und Jugendliche. Das ist unglaublich schwierig, wie wir es in Zusammenarbeit mit Bibliotheken feststellen. Wir gehen durch die gesamte bisherige Forschung dazu, also die Handbücher und so weiter aus der Buchgeschichte, aus der Kinderbuchforschung, Buchhandelsgeschichte und so weiter. Wir nutzen aber aufwendige Recherchemöglichkeiten, etwa über den WorldCat Identities, um zum Beispiel einen Superstar des 19. Jahrhunderts, Karl Gustav Nieritz, das war so, er konnte nicht auf die Straße in Dresden treten, ohne von Jugendlichen umringt zu sein, so war populär war er, heute weitgehend unbekannt, aber wichtig in der Buch- und Kinderbuchgeschichte. Da nutzen wir solche Daten auch von OCLC,
Und wir arbeiten mit Bibliotheken zusammen, hier zum Beispiel mit der SLUB in Dresden, die das Börsenblatt des deutschen Buchhandels eben digitalisiert hat, und versuchen, das Wissen zusammenzuführen aus ganz heterogenen Quellen. Damit wird immer fraglicher, ob das einfach so eine Hilfswissenschaft ist und schon from IT das Problem lösen kann. Sozusagen, wir machen weiter wie bisher und da kommt einfach ab und zu einer dazu, der dann mit einem DFG-Antrag bezahlt wird und der löst das dann. Wir haben hier eine ganze Reihe von technischen Verfahren zu beachten, von Standards, ob das nun IIIF-Standards sind oder Bibliotheksstandards, GNDs und so weiter. Damit muss man sich beschäftigen und das gehört nicht selbstverständlich zur Gelehrsamkeit dazu. Wir arbeiten ganz selbstverständlich im wachsenden Maße mit Infrastrukturen zusammen. Das können Rechenzentren sein, das können Bibliotheken sein. Diese Forschung wird plötzlich nicht mehr in Einsamkeit und Freiheit, sondern sie ist kollaborativ. Wir arbeiten mit ganz unterschiedlichen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Institutionen zusammen. Nur so ist diese Form von Forschung möglich. Und wir bemühen uns nicht einfach nur das einzelne Werk, nicht nur den Superstar Mozart in den Blick zu nehmen, aber auch nicht Sammlungen, wie sie zufällig an einem Ort zusammengekommen sind, sondern balancierte, repräsentative Corpora, zum Beispiel der Kinder- und Jugendbuchliteratur, zusammenzutragen. Und die Hilfswissenschaften oder die Vorstellung von der Hilfswissenschaft kommt noch stärker ins Wanken, weil es unsere Methodik und Methodologie verändert. Denn es kommen nicht nur hermeneutische Verfahren zum Tragen, wenn Sie zum Beispiel in der Kinderbuchforschung herausfinden wollen, ob Bücher, die für Jungen geschrieben sind, komplexer oder weniger komplex sind als Bücher, die für Mädchen geschrieben sind in der Geschichte des Kinderbuchs. Dann brauchen Sie plötzlich linguistische, messende, quantitative, formale Verfahren. Nur mal, damit Sie eine Vorstellung bekommen, wie komplex das werden kann. Ich greife mal das Beispiel Sentimentanalyse auf. Sentimentanalyse ist der Versuch, die affektiven, emotionalen Strukturen in kulturellen Äußerungen zu untersuchen mit computationellen Methoden. Sie haben zum Beispiel einen Roman wie Die Rückkehr der Könige von Tolkien, also ein Fantasy-Roman. Und was Sie machen, Sie nehmen den gesamten Roman, teilen ihn in gleichmäßige Scheiben von etwa 10.000 Wörtern und zählen für jede 10.000 Wörter, wie viele positive, wie viele neutrale und wie viele negative Worte da sind. Das normalisieren Sie statistisch und sehen, dass der Roman am Anfang, das sehen Sie an dieser Verlaufskurve, relativ positiv ist, also über der Mittellinie beginnt, gegen plus 1 geht. Und dann kommen die Orks und dann gibt es die endlosen Schlachten und so weiter. Es wird ganz dunkel und die Verzweiflung und am Ende kommt die Erlösung in diesem Roman. Sie rekonstruieren also damit die affektive Struktur, eine sogenannte Plotline, in Büchern. Sie können hierbei noch weitergehen und zum Beispiel gucken, welche Emotionen in diesen Büchern zu finden sind. Und Sie werden sehr schnell feststellen, dass zum Beispiel die Fantasy-Literatur besonders stark geprägt ist vom Wechsel von Angst und Vertrauen. Diese beiden Emotionen spielen eine prominente Rolle. In anderen Literaturgattungen sind es andere. So weit, so gut, das klingt alles sehr einfach. Tatsächlich brauchen Sie ein extrem gutes Wissen über die verschiedenen Emotionstheorien, die in diese Algorithmen eingebildet sind oder von Ihnen versucht wird abzubilden. Und da kommen ganz große Fragezeichen. Wir sind gerade dabei, auch mit Psychologen zusammen diese Sentimentanalyse, diese komputationellen Methoden psychologisch zu validieren, also experimentell zu überprüfen und sehen, wie viel mehr Probleme es gibt. Unklar sind auch ganz elementare Fragen, reicht es einfach nur Wörter zu zählen oder nehmen wir nicht eigentlich Texte als Phrasen wahr oder als größere Abschnitte oder als Kapitel oder als ganze Bücher? Also was ist eigentlich die Granularität unseres Untersuchungseinheit? Da geben uns die Computer nicht einfach Antworten, sondern wir müssen Wissen über diese Fragen gewinnen. Und schließlich gehört auch dazu, dass wir eine Vorstellung haben, welche Form von Statistik verwenden wir. Also Normalisierung mag alles noch einfach sein. Sobald Sie ein bisschen tiefer hineingehen, plötzlich brauchen wir Wissen über Statistik und ich habe das im Studium nicht erworben. Sie sehen also, das Ganze hat Folgen.
Sie brauchen ein Domänenwissen aus ganz unterschiedlichen Fächern, Buchwissenschaft, Psychologie, Statistik, Leseforschung, Linguistik. Sie können sich nicht auf eine Sache begrenzen und sehr wahrscheinlich brauchen Sie mehrere Menschen aus unterschiedlichen Fächern und Fakultäten. Es ist klar, dass die hermeneutischen Methoden, um formale Methoden und eine entsprechende Methodologie zu erweitern sind, das ist nicht ganz einfach abzubilden. Das heißt, wir haben eigentlich gute Chancen, neue Forschungskontinente zu erschließen. Das klingt positiv, aber es klingt auch positiv, weil unser Expertenwissen nicht weniger wert ist, sondern im Gegenteil, Ihr Wissen als Expertinnen und Experten in bestimmten Domänen wird wichtig, übrigens auch im Bereich der sogenannten künstlichen Intelligenz. Aber sehr wahrscheinlich ist es verteilt und mein einzelnes Wissen in meiner Domäne reicht nicht aus, sondern ich bin darauf angewiesen, mit anderen Expertinnen und Experten aus anderen Fächern der Psychologie, der Informatik und so weiter zusammenzuarbeiten, um hier wirklich voranzukommen. Verlässliche und genaue Daten zu erheben, ist sehr, sehr herausfordernd. Auch das müssen wir tun. Das ist nicht selbstverständlich gegeben. Jeder Fehler, der am Anfang gemacht wird bei nicht aufgeräumten Daten, ergibt Probleme. Wir müssen die Zusammenarbeit nicht bloß über die Fachgrenzen ausdehnen, sondern vielfach Fakultäts- und Institutionsgrenzen erreichen. Und damit komme ich abschließend auch schon zu den Chancen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, Expertenwissen wird nicht unwichtig. Geisteswissenschaften lösen sich keineswegs auf. Aber Sie müssen das sehr stark mit Fragen von Genauigkeit und Komplexitätsdarstellung, die datenbasiert sind, zusammentragen. Wir müssen Gegenstände und neue Methoden integrieren, die weit über Hilfswissenschaften hinausgehen. Der Prozess ist iterativer, er ist wiederholend angelegt, es muss ganz anders dokumentiert werden, der Forschungsprozess muss für andere nachvollziehbar sein und das Ganze bedeutet, dass wir Fachgrenzen bis hin zu Bibliothekszusammenarbeiten, Rechenzentren brauchen. Das alles ist eigentlich ganz gut für eine offene Wissenschaftsgesellschaft. Das öffnet diese Möglichkeiten bis hin zur Open Science und Citizen Science, solche Möglichkeiten. Ich will es nur an einem Beispiel hier kurz verdeutlichen. Zum Beispiel bietet der virtuelle Manuskriptraum des Münsteraner Neuen Testamentlichen Projekts, also der Nestler-Arland-Ausgabe, das ist die Ausgabe des Neuen Testaments, die Möglichkeit, Menschen aus der ganzen Welt, Expertinnen und Experten einzuladen und mit über kleine Fragmente und die Frage, ob an dieser Stelle ein Alpha oder ein Omega steht, zu diskutieren und so das Wissen breiter zugänglich zu machen. Soweit, so gut. Das bedeutet aber auch, dass wir bei den Überlegungen, wie wir das in Studiengänge und Module abbilden, neue Wege gehen müssen. Wir können es relativ klein machen und sagen, wir machen einzelne Module, die für viele von vielen Fächern bespielt werden, für viele Fächer das Methodenspektrum erweitert. Wir können das, so machen wir das auch in Basel oder jetzt gerade machen wir bei einer Begehung in Marburg, eher im Bereich Master. Das heißt, Sie können weiter das Fach Koptologie studieren, das Sie schon im Bachelor gemacht haben, aber Sie wählen als Zweitfach oder auch als Erstfach Digital Humanities oder etwas, was in diese Richtung geht und überlegen dann am Ende, ob Sie die Masterarbeit eben in der Koptologie schreiben oder in Digital Humanities. Bei uns ist es so, dass die Studierenden das dann oft erst am Ende entscheiden und es hängt so ein bisschen vom Akzent ab, aber am Ende ist es eigentlich egal, weil entweder ist meine Kollegin Frau Marteau dann die Erstgutachterin oder ich bin der Erstgutachter. Und wir wechseln uns dann ab mit der Erst- und Zweitbegutachtung. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Sie können natürlich auch überlegen, das Studienfach früh anzufangen, weil eigentlich diese sogenannten Digital Skills, Digital Literacy ja sehr viel mehr umfassen kann als nur das, was ich jetzt hier vorgestellt habe. Es wäre eigentlich eine Möglichkeit, das sehr früh schon im Studium zu verankern.
Und Sie können natürlich als Universität überlegen, ob Sie eine Fachinformatik tatsächlich etablieren wollen, wie es ganz selbstverständlich eine Bioinformatik, eine Geoinformatik oder Computational Chemistry gibt. Wie weit man da geht, hängt wahrscheinlich an Ressourcen ab. Und das haben wir auch bei der Begehung, die wir jetzt gerade vor kurzem hatten, alle Gutachterinnen und Gutachter den Kolleginnen und Kollegen in Marburg gesagt: Ganz tolles Konzept, was ihr habt. Nur bitte rechnet damit, dass ihr bald sehr, sehr viel mehr Studierende habt und geht nicht davon aus, dass es so weitergeht, wie ihr das vielleicht aus den Geisteswissenschaften der letzten Jahre gewohnt seid. Das heißt, Skalierung ist eins der großen Themen. Wie kommen wir von einer relativ kleinen, beiläufigen Sache zu einer Sache, die sehr, sehr schnell wechseln kann? So, damit komme ich jetzt auch zum Schluss. Ich glaube, Geisteswissenschaften werden nicht verschwinden. Sie werden meines Erachtens komplexer werden durch neue Gegenstände, durch neue Methoden, Methodologien und Infrastrukturen. Das ist eine große Chance. Das bedeutet aber, dass die Fächer und auch die Fakultäten in ihrem Zuschnitt zumindest überdacht werden müssen, ob sie noch so passen. Wir müssen die Zusammenarbeit auch über die Fächer und Fakultäten hinaus mit anderen Einrichtungen, auch außeruniversitären Einrichtungen, verstärken. Das wird ganz selbstverständlich werden. Wir werden uns einüben müssen in offene, das gehört einfach in einer datenorientierten Geisteswissenschaft auch dazu, Daten zu teilen und einer kollaborativen, also arbeitsteiligen Wissenschaft uns einzufinden. Das Ganze geht mit einem echten Gewinn an Komplexität einher, aber das muss ich, glaube ich, nicht extra betonen, es ist allen klar, das hat natürlich Verteilungskonflikte, denn das verändert so viel, dass unklar ist, ob man einfach die Stellen wieder so besetzt, wie sie vielleicht vor 20 Jahren oder 30 Jahren besetzt worden sind. Man muss sich also darüber Gedanken machen. So, das wär's. Ich hoffe, es hat zumindest einige Fragen aufgeworfen und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Vielen Dank.